Rosenscholz, die erste Ausgabe. Herzlich willkommen und wir begrüßen im Studio Falko Wertz. Als zweiten Gast heute ein Schlagersänger in den 70ern in Deutschland, die Nummer 1, jetzt in den Niederlanden eine ganz große Nummer, Danny Christian. Ebenfalls im Studio der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke. Und last but not least aus dem Verteidigungsministerium den Herrn Staatssekretär Thomas Kossendey. Moderieren wird heute Abend mein lieber Kollege Manfred Scholz. Ja, und Rosenscholz gäbe es nicht ohne meinen lieben Kollegen Oliver Rosenthal. Wir kommen also zu unserem ersten Talkgast und das ist Falko Wertz und den stellen wir Ihnen jetzt erst einmal kurz vor. Über 100 Mal moderierte Falko Wertz zusammen mit Gerlind Rosenbusch die Sendung Talkoplatt im NDR Fernsehen. Von 2003 bis 2007 hat er Kommentare in der Sendung Sportclub Live zur Fußball-Bundesliga gegeben. Seit dem letzten Jahr spricht Falko Wertz plattdeutsche Nachrichten bei Radio Bremen. Aber auch im Kino ist der in Emden geborene Schauspieler zu sehen. So wirkte er in den Filmen Apparatsport Gerangel in Romontiet und Apparatsport Dattenmuck wie gestern mit, natürlich wieder auf Platt. Damit nicht genug, in seinem eigenen Wertz Verlag veröffentlicht er vorwiegend norddeutsche Literatur. All das kann Falko Wertz viel besser selbst erzählen und das wird er tun in der ersten Ausgabe von Rosenscholz. Falko, ich freue mich, dass du da bist. Ich erkläre ganz kurz, warum wir du zueinander sagen. Wir kennen uns schon seit einer ganzen Weile. Wir haben uns bei einer Filmpremiere kennengelernt. Ja, das ist überhaupt eines deiner neuen Tätigkeitsfelder, will ich mal sagen. Nachdem du ja über 100 Mal Talk or Platt zusammen mit Gerlind Rosenbusch, auch eine Oldenburgerin, ja, moderiert hast beim NDR, hat es dich auch zum Film verschlagen. Ja, das ist auch aber mit Talk or Platt verwandt. Wir haben die Sulinger Filmemacher, von denen du sprichst, mal zufällig entdeckt, als sie noch in ihren Anfängen waren. 94 war das. Und dann haben wir mit denen eine Sendung gemacht, die waren Gäste. Und die haben wieder Gerlind und mich gefragt, wollt ihr nicht mal mitspielen, damit wir das ein ganz bisschen aufpeppen. Und dann haben wir auch mitgemacht in dem zweiten Film von denen schon. Ich als Schützenkönigin, Gerlind als meine Schützenprinzessin. Und da gab es kein Bier mehr, das war ganz leicht zu spielen. Ja, ich habe den Film gesehen, also das ist schon eine spektakuläre Geschichte. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn das so tatsächlich mal passieren würde. Und da haben wir unsere Bewährungsprobe bestanden, sodass wir im dritten Film, über den du jetzt sprichst, der ja auch vor kurzem im März Premiere hatte, dann beide wieder mitgespielt haben, was sehr viel Spaß macht. Das ist natürlich eine Low-Budget-Produktion, so wie du das auch kennst. Da gibt es kein Geld dafür, aber es macht viel, viel Spaß. Was ich am besonders spektakulär finde, ist ja, dass es sich bei diesem Thema des Films um etwas handelt, was man mit Plattdeutsch, dieser Plattdeutsche Filme, gar nicht in Verbindung bringt. Das ist Science-Fiction auf Platt. Ja. Wie kommt man auf so eine Idee? Also im Grunde genommen ist es wirklich etwas, was die geschaffen haben, was es sonst nirgends gibt. Erstens plattdeutsche Filmkunst und dann auch noch Science Fiction. Aber die das gemacht haben, Martin Herrmann in erster Linie mit seinen Freunden, die haben zusammengesessen damals und haben eigentlich aus Spaß ein bisschen rumgefilmt. Er machte schon seit seinem 9. Lebensjahr und dann haben die im Grunde genommen angefangen, Filmchen zu drehen und wollten das für sich machen. Und daraus ist der erste Film entstanden über eine Zeitstrecke von gut 2 Jahren. Und den haben die in Sulingen im Jugendzentrum vorgeführt. Und dann haben die da so eine starke Resonanz gehabt, dass die damit auf Tournee gingen. Und dann ist die ganze Geschichte in Gang gekommen. Mhm. Ne? Aus dem dritten Film, den du auch gerade schon angesprochen hast, Apparatspot, so heißt ja diese Reihe. So heißt eigentlich das Raketenfahrzeug. Genau. Und wenn man plattdeutsch kann, Apparatspot, das ist eigentlich ein Einmachpot. Ne? Und so sucht der Ding. Ja, und aus diesem dritten Film, da spielst du den Professor Winnewab. Ja. Da haben wir einen kleinen Ausschnitt. Oh, das ist aber nett. Ja, den gucken wir uns jetzt mal an. Mal gucken.
Da gehst du von Dorgerin und kommst Güsten, Güsten wäre gut. Das ist ja gediegen. Dummerweise hab ich nun Güsten wie ein Testvorführung pechert mit der Bürgermeisterin. Was denn? Ihr habt eh nicht bloß wiesen wollt, wie das Ding funktioniert und dann ist sie da einfach rinluppen. Ja, und warum kommt sie nicht einfach wieder gut? Wie habt sie nur 125.000 Jahre zurückschickt und wie können sie nun nicht wiederholen? Und das schön wie nun morgen? Ja, hier sind meine letzte Hoffnung. Wieso habt ihr nicht erst unseren Captain gefragt? Jo, happy ja. Und? Was hat er gesagt? Ja, der hat mir nun gestern Ogal achter hergeschickt. Was? Davon hat er gar nichts erzählt. Kann er ja nur auch nicht mehr, er ist ja nur auch weg. Was? Kork ist weg? Na, das ist ja allerbest. Und nur schon wie die beiden Säugen? Ja, genau. Ich brauch 2 Lühe von Jo, die da Ringot. Ringot. Was? Damit wir dann auch weg sind, oder was? Nee, aber nicht mit mir. Auf gar keinen Fall nicht. Übermorgen ist Doppelkopfturnier und ich hätte mich alle anmelden. Ja, aber ihr mögt uns helfen. Wie weht keine andere Lösung? Lösung. Da mögt ihr erstmal überschnacken. Also ich kann diese Filme nur empfehlen. Ich habe sie alle 3 gesehen. Und wenn ich richtig informiert bin, dann werden die Oldenburger diese Filme auch noch zu sehen bekommen. Im November gibt es ja in Oldenburg wieder das Plattdeutsche Festival Plattart. Und im Rahmen dieses Festivals werden diese Filme auch in Oldenburg gezeigt. Und da werden wir dich dann nochmal bewundern können. Wir haben vor ein paar Tagen in Hamburg die erste Aufführung in Hamburg gemacht. Im UCI, das ist ein riesen Kinokomplex. Und wir hatten ein bisschen befürchtet, ob wir genügend Gäste bekommen. War aber ganz gut besucht natürlich. Nicht voll. Und sehr, sehr nette Rückmeldung. Hamburg ist ja zwar eine norddeutsche Stadt, aber nicht unbedingt eine plattsprechende Stadt. Und die Rückmeldungen sind immer gleich, dass man das nicht erwartet, was du gerade sagtest. Science Fiction und Plattdeutsch. Und dann eben mit diesen kuriosen Verwicklungsgeschichten, die diese Filme erzählen.